Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich Gipskartonschleifen und somit natürlich auch die Rigips-Trockenbauwände mit der richtigen Körnung bearbeiten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meine Wand habe ich in Qualitätsstufe Q2 gespachtelt, bedeutet einfach zweimal gespachtelt, Gewebe auch noch eingebettet. Dafür habe ich übrigens auch schon ein extra Video auf meinem Kanal erstellt und jetzt möchte ich das Ganze natürlich auch noch abschließend richtig schleifen und hierfür haben wir eigentlich im Groben und Ganzen zwei Varianten. Entweder wir nehmen eine Maschine hier, wie zum Beispiel so einen Trockenbauschleifer, oder wir machen das Ganze per Hand. Da gibt es solche speziellen Handklötze. Auf jeden Fall würde ich bei beiden Varianten sicherheitshalber immer noch eine Brille, Schutzmaske und natürlich auch Gehörschutz verwenden, da doch relativ viel Staub anfällt und es auch mit der Maschine relativ laut sein kann. So ein Schleifklotz ist übrigens auch ideal dafür geeignet, um Innenecken bzw. auch Außenecken richtig zu schleifen. Ich verwende hierfür übrigens am liebsten immer ein Schleifpapier mit der Körnung 120 und achte einfach darauf, dass das Schleifpapier hier außen wirklich schön bündig ansetzt. Das hat einfach den Vorteil, dass ich jetzt danach mit meinem Handklotz nämlich ordentlich in die Ecke reingehen kann und dann einfach mal dementsprechend schleife. Dasselbe Spiel machen wir natürlich auf unserer zweiten Eckseite auch. Und wenn am Ende unsere Ecke hier innen drin sauber ausschaut und natürlich auch alles glatt ist, dann müssen wir noch schauen, dass wir den Übergang von unserer Spachtelmasse zu unserer Gipskartonplatte hin auch noch ordentlich hinbekommen. Bei einer Außenecke gehen wir relativ ähnlich vor. Zuerst einmal die eine Seite schön glatt schleifen. Und danach kümmern wir uns natürlich auch noch um die zweite Seite und um den Übergang zu unserer Gipskartonplatte hin. Für größere Flächen würde ich, wie gesagt, auf so einen maschinellen Trockenbauschleifer übergehen, denn das würde per Hand einfach ewig dauern und wir haben hier auch noch den Vorteil, dass wir einen Staubsauger mit dran setzen können. Bedeutet einfach, per Hand wird sehr viel Staub anfallen und mit diesem Gerät einfach deutlich weniger. Auch hier empfehle ich normalerweise eine 120er Körnung, da muss man eigentlich nur darauf achten, dass am Ende die Löcher von unserem Schleifpapier auch mit den Löchern von dem Trockenbauschleifer mit übereinstimmen, denn dadurch wird natürlich der Staub dann auch abgesaugt. Hier mal noch eine kurze Trockenübung, denn das Wichtigste bei solchen großen Flächen ist eigentlich immer der Übergang zwischen unserer Spachtelmasse und dem Gipskarton. Bedeutet, am Ende sollte hier eigentlich wirklich kein Übergang mehr zu spüren sein und natürlich sollten wir in der Mitte auch mal kurz drüber gehen, dass das Ganze auf jeden Fall noch kletter wird. Ich persönlich gehe relativ gerne so vor, dass ich immer außen ansetze und mich dann so langsam aber sicher immer bei den Übergängen nach unten bzw. nach oben weiter vorarbeite. Auch über unsere Schraubenlöcher können wir mal ganz kurz noch drüber fahren, dass natürlich auch diese schön glatt am Ende sind. Zur Nachkontrolle können wir entweder mal mit einem relativ hellen Licht von der Seite auf unseren Übergang drauf scheinen. Da sollte man normalerweise relativ gut den Übergang zwischen Spachtelmasse und der Gipskartonplatte bzw. natürlich auch gar keinen Übergang mehr feststellen können. Oder aber wir machen es auf die klassische Art und Weise mit unseren Händen bzw. Fingern, denn da kann man auf jeden Fall mal über die Übergänge bzw. natürlich auch über die Spachtelmasse drüber gehen und erkennt relativ schnell, wo man noch etwas nachschleifen sollte. Und somit haben wir auch schon solche Gipskartonwände richtig geschliffen. Wenn du dir für zu Hause jetzt einen Trockenbauschleifer oder auch einen Handschleifer und entsprechendes Schleifpapier mit verschiedener Körnung zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.